Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Deathspang, unserem Vanquisher of Evil. Punchcard sollen wir uns besorgen, na gut. Was ist denn da explodiert neben mir? Ich weiß es nicht. Feuerresistenz. Ich bin derjenige, der Feuer auslöst. Na, da haben sie sogar schon. Das war eine. Wow. Ich glaube, es hackt hier. Ich sehe den Roboter nicht. Treffe ich den schon? Oh mein Gott, ey. Justice is ready to be served. Okay, ich meine, dadurch, dass es ein perfekter Block wurde, habe ich direkt Justice gehabt, aber was auch immer das da oben wird. Erstmal befreien wir jetzt den guten Doktor oder geben ihm zumindest Punchcard. Weil wir ein guter Retter in der Not sind, sozusagen. Greetings, Dr. Eisenbein. I present to you one punch card. My thanks to you, hero. Listen, the Tri-Core 7 controls all these robots and must be destroyed. Here are the blueprints for the Tri-Core 7. My daughter Lucy needs to see them immediately. I deliver them myself, but I need to reformat this punch card to open the door first. Consider the plans already delivered, except that I haven't done it yet. Ah, ich liebe solche dämlichen Sprüche. Einfach nur das übliche betrachte sie schon als geliefert, außer dass ich es noch nicht getan habe. Also eigentlich ist sie noch nicht geliefert, aber ich werde sie direkt liefern. Also, macht so gar keinen Sinn. Aber ich liebe es. Okay. Lucy, ich habe deinen Vater gefunden und Sachen abgebracht. Naja, Punchcards besorgt. Greetings, Lucy Eisenbein. I found your father. He wanted me to deliver these plans to you. Thank you so much. Looking over the plans. Aha! I think I understand the Tri-Core 7's weakness. But I'll need a scan of a Mark 7 robot to program the control crystal. A scan? That's all? That's a piece of adventuring cake. Here is the scanner you'll have to use. You must go west to Vorten's factory to find the Mark 7 robot and then scan it. Then, collect the printout and return it to me. Wharton's Factory? Waren wir da schon? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich meinst du tatsächlich da oben, wo wir gerade, naja, herkommen und dann sehr weit in den Westen von da oder so. Ansonsten wüsste ich nicht, wo diese Fabrik sein soll, momentan. Also, zurück nach da oben und dann mit dem Handscanner, was aussieht, als würde ich damit einfach nur an der Kasse oder so Preise checken, einen Mark 7 Roboter erledigen. Na gut. Sollten wir ihn kriegen. Ich meine, das sind Mark 6 Roboter, gegen die haben wir sowieso kein Problem. Hier, verdammt. Blitze schießende Mistdinger. Plus diese kleinen Roboter-Toaster-Mien. Die rennen ja hier auch rum. Wunderbar. Ich liebe diese Drehdinger. Ich meine, da steht auch weiter noch nichts. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob da oben die Fabrik ist, aber... Wow. Ich gehe davon aus, dass das der Tri-Core 7 war, der mich da gerade angegriffen hat. Oh, ein harmloser Laptop. Ich wurde angegriffen. Also ich meine ja nur. Außerdem habe ich einen Level-Up von denen gekriegt.
Also von daher, ja. Ja, nehmen wir mal einen besseren Block mittlerweile. Kann nicht schaden. Haben wir Spawny oder sind das einfach tatsächlich zu viele? Das ist kein Haus. Das ist tatsächlich ein Haus. Wahrscheinlich für einen Leprechaun. Okay, hallo. Ach, du bist Mr. Frank Tangle. Den soll ich doch umbringen, glaube ich. Oder? Halt! Don't move! You may not pass! Not until you've done what I ask. Greetings, oversized leprechaun. Call me Mr. Frank Tangle. Your knees be on. For I am the king of the leprechaun. What the hell are you? I am Mr. Frank Triangle, the crowned leprechaun king. Logic and words are my specialties, among other things. Are all these little gnome things yours? Leprechauns, you fool! Do they look like gnomes? Gnomes do not bite, claw, or kill. They just pout in their homes. Well, I think your whatevers are adorable. Adorable like hell! You must surely be kidding. These vicious bastards will kill at my bidding. Those little things couldn't kill time, much less a person. You doubt me? Your belief is unwilling? Each of these monsters is hatched for killing. With teeth that tear and claws that bite. Each a little warrior. He's born to fight. Did you say hatched? Where do you leprechauns come from? Eggs. That's it? No stupid rhymes? Just eggs? I don't want to talk about it. Isn't there supposed to be a bridge here? A magical bridge. One in my control. As long as I still have life in my soul. Just let me cross. A riddle you must answer. An answer you must get right. It takes more than brawn. With your mind you must fight. How many people have answered your riddles correctly? None have been deemed worthy by my little test. Not one real challenge to my genius possessed. Somebody has a superiority complex. Proof is not needed. My superiority apropos. But I still seek validation, for my self-esteem's a bit low. Say, what's on the other side of this river? Broken promises and empty dreams, other gobbledygook. Really? I actually have no idea. I never bothered to look. Excuse me, you're kind of standing in my way. Can I get through? A riddle you must answer. An answer you must get right. And then you may pass, having proven you're bright. All right, what's the riddle? Two trains leave the station at the same time and place. In the same direction, on parallel tracks, they do race. Going 45 miles an hour, that's train A. Train B, at 10 miles an hour, is well on its way. But train B is not a train, it's a monorail. And after 10 minutes, the monorail does fail. One on time, the other collapsed. How far apart after an hour elapsed? Was the monorail's failure electrical or conductor error? You can't get the answer by guessing. That was hard. Can I try another riddle? Here's a riddle. It's an easy one I've found. What kind of thing is black and white and red all around? A sunburned penguin. I laugh like a schoolgirl at your incompetence. Let me take another stab at that riddle thing. Around my neck is my favorite locket. But my question to you is, what's in my pocket? Your keys and some loose change. Not even close.
Okay, one more riddle. If you answer this, I'll give you a dollar. What would you say is my favorite color? Blue. No, green. That's absolutely wrong. Okay, one more riddle. I can tap dance quite nicely, but I have no legs. What could I be, I wonder? The question begs. This season's winner of Pluck Muckle's Got Talent. That's absolutely wrong. Okay, one more riddle. What starts on four legs and then walks on two and ends up on three to admire the view? A man. You can't get the answer by guessing. Okay. How is, if you know the answer, your work must you show. Both can be used to bludgeon stupid riddle jerks. Uh-oh, I don't like the way your eyes twitch. All right, let's fight, you son of a... Oh mein Gott, wollte das wirklich sagen. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie viele Rätsel theoretisch stellen könnte, aber ich gehe mal davon aus, dass es jemand dabei. Ah, er ist noch größer geworden, kann das sein? Ja, Mann. Gut, dass wir ein Schild haben. So viel dazu. Aber war schön mit ihm. War total gut. Sehr viele, wie soll ich sagen, mega blöde Rätsel und so. Was ist das da? Ja. Ich wollte schon sagen, das sieht doch aus wie ein Stein. Okay, mein Inventar ist voll, wen wundert's. Wir haben eine bessere Schaufel. Das kann weg. Ah, 4,25. Ich habe sogar eine bessere stinknormale Waffe. 4,25. Ersetzen war das ganz normale komische Messer hier, was ein Schwert sein soll, glaube ich. Genau, es ist ein Jagdschwert, aber es ist. Nee. 148 plus 276, das ist besser als meine Axt. Damit. Okay, weg damit, ja. Kann ich immer noch nicht nehmen. Das kann ich allerdings nehmen. Was allerdings auch heißt, ich kann es auch advertisieren. So, das tut mir ja nicht weh. Das dann weg, das dann weg. Die ganzen Tränke, die ich sowieso nie trinke, können auch weg. Was bist du? Ah, ein automatisches Wegteleportierhaus. Das kann weg. Hack from heaven. Besser. Das linke besser. Stinkt normale Granaten, wer braucht das schon? Okay. Jacket of Conquest. War tatsächlich sogar auch direkt besser als das, was wir gerade haben. Okay. Warm und komfortabel. für den selbstmordgetriebenen Lauf im Prinzip. Böse, böse. Okay. It's locked. Dang it. Okay, aber auch wenn das jetzt so rüberkommt, als hätten wir jetzt überhaupt nichts gelöst, was vielleicht streckenweise war es.
Wir haben das Buch bekommen, sagte er. Siehst du, wir brauchen ein Buch von einem komischen Fractangle. Das haben wir bekommen. Oh, und wir haben ein neues Highlight-Item, nämlich Eiscreme. Auch sehr schön. Das heißt, wir können jetzt trotz allem zumindest schon mal in die Abtei zurück. Ich sagte ja, eigentlich ist unser Hauptziel ja definitiv der Tricor 7, der mich da gerade platt gemacht hat. Ob ich wohl mein Geld zurückbekommen kann oder ob ich auf dem Weg nochmal sterbe? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Theoretisch müsste ich die Pizza, glaube ich, blocken können, aber... Naja. Gehen wir mal langsam dahin und hoffen mal, dass das funktioniert. Ich will nur mal Geld zurückhaben. Ja. Okay. Das heißt, wir können jetzt trotzdem zumindest zurückgehen nach Stadtname Beautiful oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung, wie die Stadt heißt, ist ja auch egal. Stadtname hier einfügen und uns die anderen drei Bücher besorgen. Den sollten wir dann eigentlich Zugriff bekommen auf die Kapelle oder die Katakomben, glaube ich. Das ist eine gute Sache. Außerdem Eiscreme. So. Jetzt ist die Frage, sind es nur drei Bücher mit rotem Einband? Wenn ja, dann ist das relativ simpel. Augenscheinlich ist die Frage tatsächlich so. I thought I removed all the smut from the shelves. Scheinbar ja nicht. Romeo und Giulio. Julio. Eine gewalttätige Bettgeschichten. Ich meine, okay, vielleicht daran sollten wir es erkennen. Das unaussprechliche Buch von Riddles bei Mord Wormwood. Ah ja. Strunken McClure. Der hat ein Buch geschrieben? Okay, das hat ein Affe geschrieben. Nummer 187. Mhm. Richard Tator. Okay. Wenn ich schon mal hier bin... Könnte ich zumindest überlegen, weiter oben links. Ich meine nicht, dass das super wichtig ist, dass ich es jetzt mache, aber so, ich komme jetzt auch wieder nicht rüber. Dann habe ich nichts gesagt, dann ist das völlig egal. Dann können wir nämlich schön in Ruhe wieder hier hin und dann hier hin und dann wieder nach einem Termin fragen und dann Zugriff auf die Katakomben machen. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob man rein theoretisch diesen Leprechaun-König auch in seinen Rätsel schlagen kann, aber was soll's? Ich brauche einen Termin, Kumpel. Ich brauche einen Termin. Der hat keine Lust, sich zu bewegen, weil ich ihn jetzt einfach zugetextet habe, beziehungsweise seinen Text übersprungen habe, aber macht aber nichts. Ach stimmt, wir haben auch noch das Stückchen menschliche Haut. Mit Karte. Thank you.
Achso. Ich wollte gerade sagen, was war das denn jetzt? Okay, es ist ein. Das kam jetzt zu plötzlich, da konnte ich nicht drauf reagieren. Gut, dass ich, ohne dass wir viel gelaufen sind, direkt eine Karte von den Katakomben habe. Genau, Pistolenteile müssen wir auch noch sammeln, die gibt es auch noch hier zu finden. Wäre übrigens schön, wenn die Karte nicht so weit nach links zeigt, würde, dass ich sie sehen würde, aber gut. Sagen, rot macht einfach gar nichts. Nein. Nein. So, dann rot. Dann blau. Glaube ich. Keine Ahnung. Okay. Gelb. Ah, sieht das gut aus. Ich fände es übrigens cool, wenn die Karte so langsam auffallen würde, auf das Rätsel zu zeigen. Hallo. Danke. Ich habe nämlich so langsam nichts mehr gesehen und das ist gut. Benutzen die da auch nicht ganz gut. Oh, eine Wishing Coin. Nice. Also eine Münze, um sich was zu wünschen. Oh yeah. Oh yeah. Also wenn das so weitergeht, sind die 25 Pistolenteile ja, sehr schnell erledigt. Wunderbar. Das ist schon mal nice. Ich meine, das Interessante ist ja, ich kann theoretisch auch rein und raus, habe ich ja schon mal erwähnt, ne, mit dem rechten Stick, das funktioniert total gut. Aber ich finde es halt ein bisschen nervig, wenn ich an dem Rätsel vorbei bin, dass es so bleibt. Hier ist es nicht ganz so schlimm, hier sehe ich mich ja bis hierhin. Aber wenn jetzt hier irgendwas auf mich lauern würde, würde ich erstmal volle Kanne reinrennen. Punkt. So, oh, da ist ein Gegner. Klong, klong, klong. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was? Nonnen? Eine untote Ameise? Echt jetzt? Tote Ameise. Okay. Mustache Ranchero, what? Mach dich 10.000 Mal männlicher. Klingt ja gut. Mein. Wir sind schon ziemlich männlich, aber seien wir mal ehrlich, man könnte männlicher sein. Was seid ihr? Untote Krieger. Strike Cornarhead. Jetzt? Okay, der ist aber Level 6, der ist schlechter. Stylisch dann auf allen drei Seiten der Karibik. Schade drum, aber uninteressant. Ich meine, immerhin sind wir Level 8. Ich habe das Gefühl, so alle 2-3 Videos schaffen tatsächlich auch mal ein Level ab. Das ist nicht super viel, aber hey, immerhin. Da während ich da angeschossen werde von irgendwas im Hintergrund. Nee, so geht das ja nicht. Da unten ging es nicht lang, aber ich denke mal, die Katakomben werden wir heute noch machen.
Das klingt wie ein guter Ort, um dann am Ende aufzuhören. Buzo Ranchero. Kann ich leider nicht tragen gerade, weil die dann auch wieder vom Level zu hoch sein werden. Könnte ich gerade so tragen, wenn ich tatsächlich jedes Level in. Oder beziehungsweise jedes Level Up in die Karte mit der besseren Ausrüstung gesteckt hätte. Aber ein bisschen länger verteidigen ist schon eine gute Sache. Von daher. Alles hier unten. Ich meine, abgesehen davon, dass hier überall Skelettgedöse rumliegt und man eigentlich irgendwie zugepflegt werden sollte dieses Jahr. Also. Ich glaube, da hat jemand genug. Ah, der lebt immer noch. Ah. Böse ausgehen können. Es könnte immer noch böse ausgehen, weil ich gerade am Essen bin. Ja. Touching. Es läuft gut für unseren Helden. Und für meine Schätzer. Schulterpatch, Ranchero. Das. Ja. Oh mein Gott, so viel Zeugs, was ich nicht haben kann. Oder ja, tragen kann. Das ist. Es war schön und gut, dass ich für die nächsten Level schon mal vorgesorgt habe, aber ich würde gerne auch mal was tragen davon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, es schneller, Deathbank, es ist nur ein Lutscheiß. Hallo? Ich meine, okay, der ist aus seinem Bereich raus, deswegen heilt der gerade. Das in dem Teil verstehe ich ja, aber. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte ihn getroffen. Karten der Ranchero Body, jawohl, ja. Wo ist ein anderer? Oh, schon. Manchmal fliegen die Gegner aber auch echt weit. Das Spiel mag das auch teilweise. Also, Deathbank ist leider so ein Spiel, wo es dann mal gerne laggt. Auch so grafisch intensiv ist es ja gar nicht, auch wenn der Zeichen total cool ist. Gefällt mir. Weil sonst würde ich nicht spielen. Aber. Lecken geht mir manchmal tatsächlich auf die Nüsse. Auf meine Corn Dogs. Corn Dogs. Ah, wir sind fast an einem neuen Level ab. Mountain Warfare Chest. Welches Level haben die Dinger denn dann? Das ist Level 10. Hatte ich nicht das mit der Rüstung zweimal? Nein, hatte ich nicht. Okay. Ich wollte schon sagen, weil bei Level 10, wenn ich zweimal hätte, müsste ich es ertragen können. Leichte Mathematik und so, aber wahrscheinlich habe ich es nicht zweimal ausgewählt. Ich hätte irgendwie noch eine Kette zweimal gemacht. Das Praktische ist, beim nächsten Level Up kann ich es dann tragen. Aber halt auch tatsächlich erst dann. Und das Ranchero-Zeugs kann ich erst recht dann tragen. Naja. Ein Ticken zu früh. Was? So, nein, nicht damit benutzen. Öffnen. Yay, mehr Schokoriegel. Also, Eiscreme, aber es sieht aus wie Schokogeschmack. So. Okay. Lief doch ganz gut, der
Teil des Dungeons. Jetzt fehlt nur noch diese innere Kammer mit 5 Särgen. Oder 5 Gräbern. Aber ich gehe mal davon aus, dass da nur noch Särge zu finden sind. Alles andere wäre ein bisschen komisch. Ich sollte vielleicht wieder in schneller Laufen investieren, meine Güte. Das merkt man erst in so großen Stücken, wenn man, naja, A, am Stück spielt und B, dann halt tatsächlich die Wege nochmal laufen muss. Eine Nonne, nicht schon wieder. Ich hab nochmal Nonne. Okay, wenigstens ein Zwischenspeicher, falls wir draufgehen sollten, was ich nie ausschließen kann. Okay, ja, also. Sie steht da und hat scheinbar ein Schutzfeld, was ja ganz nett ist und so. Aber ich gehe davon aus, das sollten wir dringend zu unterbinden. Nur so ein Gefühl. Oh mein Gott. Level 10. Mir jetzt das auf die Beine. Was kein Problem ist, wenn man mit, wenn man ein paar Parts zurückdenkt und sich daran erinnert, dass ich da auch ein Level 16 Piraten habe, also ey. Gespendetes Essen. Altar von Beatrice. Ah. Und ein Taco. Ist ein Highlight. Ist ein Heil-Item, was ich jetzt kriege, was auch schon besser ist als das, was wir später kriegen könnten. Oh, wow, ey. Ich meine, ist ja alles schön und gut und nett und so, aber. Ich brauch's doch nicht. Hätte ihr nochmal aktiviert? Ne? Oh, gespendetes Essen. Ist das ein Schlüssel-Item? Okay. Ist es in meinem Menü gelandet? Nö? Oder zumindest sehe ich es nicht, also. Keine Ahnung, wo das gelandet sein soll. Oder ob es einfach nur angezeigt wird, was gespendet das Essen bekommen, was auch immer das dann bedeuten soll. Naja, egal. Einfach weitergehen. So, Nonne erledigt. Mönch auch. Also wenn es so weitergeht, schaffen wir auf jeden Fall hier noch ein Level up. Wir müssen die ganzen Katakomben, damit wir ein richtig gutes Stück Story von Deathbank erledigt haben. Und das Ganze nicht nach dem Motto, ich will das Spiel endlich durchhaben, sondern wir erleben halt endlich mal richtig gute Story wieder. Oder was? Was heißt gut? Ne? Was heißt heutzutage schon gut? Aber wir erledigen endlich mal das, wofür wir eigentlich da sind. Für das Spiel bekannt ist, technisch, ne? Der Tanga der guten Eigenschaften. Ich vergesse das eigentliche Wort immer. Aber, ne? Almosen für die Armen. Okay, das erkenne ich wenigstens. Das ist ein Sparschwein und wir haben hier haufenweise Schätze. Das erkenne ich. Wäre meine Corn Dogs weniger werden. Mit meiner Eiscreme. Ja. Ich meine, wir haben uns die gesamten Geschichten angehört. Nicht, dass ich davon irgendwas gemerkt hätte. Aber. Also, ihr müsst euch nicht schlecht fühlen, wenn ihr euch auch nicht gemerkt habt, dass dies und das der und der Gott oder die und die komische ausgedachte Figur gewesen sein soll. Ich hab's mir auch nicht gemerkt. Der Punkt ist nur, wir wissen, dass das Sagengeschalten an die draußen auch angebetet werden, beziehungsweise vorgeführt werden, vor allen Dingen. Und das reicht eigentlich. Heilige Maske. Ja.
ne? Und 10 Bazookas. Das ist ein Spiegel. Sonst sieht das aus wie dieser Märchenwald, in dem wir damals Einhörner umgebracht haben. Und mit damals meine ich tatsächlich dann Death Bank 1. Das war noch Zeit. Erledigt. Ich stehe so kurz vor dem Level Up. Komm schon, ja! Und schon tragen wir so viel mehr. Und mehr physischer Schaden. Sehr gut. Guckt euch diesen Mann an. Selbst Feuerdämonen sind beeindruckt von der geschwollenen Macht. Die Zähne wurden gestohlen von dem Zahnarzt eines schrecklichen Biests. Hergestellt in einem Vulkan, in dem man Lava nutzte aus einem anderen Vulkan. Ja, nee, ist klar. Sehr, sehr schön. Waffentechnisch hat sich jetzt nichts dran geändert an dem, was ich großartig hier benutzen kann. Ich könnte Taco einsortieren, das ist dann nämlich auch aus dem Menü raus. Oh yeah. Herrlich. Also wenigstens schon mal Level 9. Mit mehr physischem Schaden als jemals zuvor. Und schon ist der schweigende Mönch hier leveltechnisch so angezeigt, als könnten wir den jedes Mal zum Frühstück verputzen. Und also er ist auf grün gefallen, statt... Ich glaube, das war mehr orange als rot, aber... Altar von Valtar. Also, schöne Sache. Es bleibt dabei. Zum einen mag ich ja grundsätzlich Spiele, bei denen man halt ein, ich sag mal, eine Veränderung durch die Rüstung und durch Waffen sieht. Wenn es um alte Spiele geht. Heutzutage ist das, normalerweise sollte es gang und gäbe sein. PS3-Zeiten vermutlich auch, aber hat es nicht unbedingt gegeben, weil sowas zum Beispiel hätte ich nicht unbedingt erwartet. Aber jede Rüstung wird dargestellt. Das ist schon hammergut. Hammergut. Der Punkt, nee, doch, du bist der Punkt. Du bist der Mönch, um den es eigentlich geht. Haha, perfekt. Was hast du dazu gesagt? Gar nichts, weil du tot bist. Sacred Grease. Grease nicht eigentlich Fett? Heiliges Fett. Na schön. Na fein. Und jetzt der Boss. Und dann ist der Part auch vorbei. Lang genug ist er. Aber es ist einer dieser story-elementaren Plot-Dinger, wo ich jetzt nicht unterbrechen wollte. Greetings, corrupted nun! Who dares disturb my inner chamber? Lady, your inner chamber ain't been disturbed in a long time. Probably why you became a nun. Your lack of a panty line suggests you are wearing a thong. I bear the thong of compassion. And with it, I gained the power to heal. Isn't a thong inappropriate attire for a nun? It was my reward for a pious and devoted life. I have been chosen to end all suffering and pain. But it is not enough. This war is a cancer my powers cannot heal. But once I unite the thongs, all the thongs, I will have the power to stop this war. Oh? And how do you expect to do that? Simple. I will kill everyone. No people, no war. Only peace. You know the locations of all the thongs? Oh, sure. All but one are accounted for. One of the thongs is missing? No matter. Sooner or later, I'll have all the thongs. Starting with yours.
What are you doing in this inner chamber? It is here that I control the gods, child. Once I learned their inner secrets, they were easy to manipulate. They helped me purge the wounded of sin and evil. What are you doing to the wounded troops? I'm healing them. Oh, you mean except for the ones you kill, right? Of course. Only the worthy will find salvation. And then I send the saved back out to the battle. Without their guns, of course. Why would you want guns? For my army of the righteous! I've stationed training camps throughout the world where my monk soldiers are preparing. Preparing for what? Once we are ready, we will capture the thongs by force! I am Deathspank, and I'll be your divine retribution for today. I am Mother Mary Josephine Teresa. Henrietta Maria Catalina Alexandra. Melina Georgina Patricia Lolita. Armada Ramada Piranha Gonorrhea. Margarita Signorita Ballerina. Bacteria Cafeteria, etc., etc. I'm just gonna call you Judy. You stand in the way of justice, and I am your judge, Judy. I don't expect a heathen like you to understand the work I do here. The gods have seen me fit to carry out their holy and compassionate will. And that's exactly what I intend to do, no matter what. Even by nun standards, Judy, you're crazy! What's so crazy about wanting to make the world a better place? I'm going to heal the world, Deathspank. I'm going to make it pure again. Heal the world? But you are hurting innocent people! I don't hurt innocent people. So if I'm hurting them, they're not innocent. Okay, das war alles. Jetzt geht's an die Nonne. Prepare to meet your gods in the afterlife! You may find that difficult, child. My gods are right here. Oh. Huh. I am the great goddess Beatrice, most beautiful of all the gods. So, prove your devotion to me. I ask you now, how perfect is my nose? What the crap? Nine years of effort could not capture its perfection. Oh, you're so sweet. I was gonna get some work done on it, but you've convinced me to stay perfect. Go in peace, brave hero. Huh. Easy. I am the great goddess Lucy, goddess of charity and generosity. Prove your humble and giving heart. Ich gebe alles, was ich habe, den Niedergetreten. I give all that I have to the downtrodden. I even give them things that don't belong to me. I honor your generosity, generous hero. Ich gebe ihnen auch Dinge, die mir nicht gehören. Oh Gott. I am the great goddess Susan. Tell me this. What is the sweetest sound in all the world? Das Geräusch, das Blumen blühen lässt und Vögel singen? That which makes flowers bloom and birds sing. But that's me! You don't say. I had no prior knowledge at all. Just thought that answer up now. Bless you, Deathspank.
Ich hatte keine Ahnung. Aha. I am the great god Albert, the superhumanly powerful. Answer the question or suffer my wrath. What is the heaviest thing there is? Don't tell me! I got this. Naja, das letzte, was du tatsächlich gehoben hast, und das war die Erde. The last thing you ever lifted. Wrong! Oh, ah, come no, on! No, no, no! You were right! Aha. The earth was wicked heavy! Ich kenn mich aus. I am the great god, Walter the Clairvoyant. I understand how others live. Prove your worthiness, or I will make you see. Ja, ich bin der Vernichter des Bösen. I am the vanquisher of evil. I go places, meet new and exciting people and things. Mostly things. Some of those things were people. Whoa, you're blowing my mind. Okay, bei ihm war es nicht richtig, aber das war's. Warum ist mein... Achso, der drückt mein Menü durcheinander. Ich wollte schon sagen, warum ist mein Taco rechts? Mein Taco hatte nicht recht zu sein. Das ist das, was ich meine. Das Spiel kommt manchmal nicht ganz nach. Ja. Und plötzlich leckt es dann so ein bisschen. Was mir tatsächlich persönlich auf die Nerven geht. Oh, jetzt. Ah nein, jetzt habe ich einen Heiltrank wegen dir verwendet. Du blöde Frau. Ach, komm mal. Ist ja die Frage, die ich mir dabei stelle, ob sie einfach die Kräfte von dem übernommen hat und deswegen das kann. Wenn das alles ist, ist das kein Thema, weil schlussendlich ist das Gefährlichste, was passieren kann, dass ich ein Heil-Item verwende, obwohl ich es gar nicht wollte. Aber wenn es so das ist... Was greift mich eigentlich da an? Ah, naja, ist auch egal. Ich meine, Heilung brauche ich sowieso. Aber mein Eis wollte ich jetzt nicht essen. Das war an dieser Stelle sehr fehl am Platz. War's für dich. Ha! Thanks, Deathspank. I need you to deliver another package for me. You know, you really should invest in some kind of a courier service. Take this to the Sheriff of Strumfuckle. It's urgent. You're doing great. Uh-huh. Keep up the good work. As another dead thong wearer lay before our hero, the eloquent red-haired woman shows up to remove the corrupt thong. Okay. Das war das. Wir haben das. Wir haben den Schlüssel für das westliche Tor gefunden. Das ist auch eine gute Sache. Aber so viel jedenfalls zur Nonne. Chaste and holy love, not war. Not war. Anyway. Das war das. Ich meine. Naja, im Großen und Ganzen kein Thema. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Das ist ein langer Part, aber wir haben wenigstens was geschafft. Auf dem Moment, da oben ist es besser. Aha, schöner Punkt.
Ich hätte mit deutlich mehr Schaden zuhauen können, aber... Schönes Schwert. Schönes Schwert. Das war jedenfalls der erste Tanga-Träger, den wir so antreffen konnten. Mit Bosskampf und allem drum und dran. Zwei gibt es noch in diesem Spiel. Und auch diese zwei werden wir eines Tages vernichten. Nur nicht mehr heute. Und dementsprechend wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen und Tschüss.